Hochfeld. Taxi wird mit erheblichen Mängeln stillgelegt. Die Polizei stoppte am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ein Taxi auf der Rheinhauser Straße in Hochfeld. Der Wagen war dem Verkehrsdienst wegen eines Unfallschadens aufgefallen. Bei der Kontrolle konnte der 45-jährige Fahrer weder die Zulassung noch einen Führerschein vorzeigen. Das Fahrzeug war augenscheinlich verkehrsunsicher und musste zum TÜV. Ein Gutachter stellte 26 erhebliche Mängel fest. Da durch den nicht behobenen Unfallschaden eine Gefahr für Fahrgäste bestand, entzog das Straßenverkehrsamt die Taxilizenz. Den Fahrer, gleichzeitig Halter und Unternehmer, erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Unternehmerverband wirbt für Berufsausbildung. Derzeit sind noch 183 freie Lehrstellen in der Region zu finden. Darauf weist nun der Unternehmerverband hin. Er wirbt für die guten Perspektiven einer Berufsausbildung. Grund ist die Sorge um den zunehmenden Trend der Akademisierung. Immer mehr Jugendliche beginnen ein Studium statt einer Ausbildung. Das sei nicht nur für den Arbeitsmarkt ein Problem, sondern offenbar auch für viele Jugendliche, so der Verband. Denn aus einer Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung geht hervor, dass mehr als jeder vierte Bachelorstudent sein Studium abbricht. Dabei liege das Durchschnittsgehalt in der Metall- und Elektroindustrie auch ohne Abitur und Studium bei 54.000 Euro Jahresbrutto, appelliert der Verband an praktisch begabte Schüler. Die 183 freien Lehrstellen im Großraum Duisburg sind unter www.ichapower.de zu finden. Volksbank Rhein-Ruhr Immobilienfonds noch bis Freitag geöffnet. Geldanleger, die ihr Vermögen in einem offenen Immobilienfonds investieren möchten, haben bei der Volksbank Rhein-Ruhr noch bis zum morgigen Freitag, den 13. Mai, die Möglichkeit dazu. Danach wird der offene Fonds geschlossen. Anleger haben natürlich auch darüber hinaus die Möglichkeit, weiter Geld zu investieren. Doch ebenso wie andere Kreditinstitute geht die Volksbank Rhein-Ruhr davon aus, dass es voraussichtlich bis zum Jahr 2017 dauert, bis neue Objekte gefunden sind und somit in Immobilienfonds investiert werden kann. Bis dahin bleibt Geldanlegern die bessere Form der Anlage verwehrt, die meist zwischen 2% und 3% Zinsen bietet. Offene Immobilienfonds erzielen ansprechende Renditen bei niedrigem Risiko und das sogar mit Steuervorteil. Daher sind sie in der aktuellen Niedrigzinsphase sehr beliebt. Weniger Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss. 3.692 Schüler in der Metropole Ruhr gingen 2015 ohne Hauptschulabschluss von einer allgemeinbildenden Schule ab. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ITNRW waren das 166 weniger als im Vorjahr. Der Anteil der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss an allen Schulabgängern sank von 6,7% auf 6,5%. Die Mehrheit der Abgänger ohne Hauptschulabschluss erreichte 2015 einen Abschluss an einer Förderschule. Weitere 1.474 Schüler verließen die Schule ohne jeglichen Abschluss. Umfrage zeigt, Hobbygärtner investieren 180 Euro pro Jahr in Garten und Balkon. Hobbygärtner in der Metropole Ruhr lassen sich ihre Leidenschaft einiges kosten. Durchschnittlich 180 Euro geben sie pro Jahr für die grüne Gestaltung von Garten und Balkon aus. Das ergab eine Umfrage im Auftrag der Targobank unter 604 Menschen in den Städten Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Oberhausen. Die Ergebnisse zeigen, Männer sind mit knapp 196 Euro spendabler als weibliche Freizeitgärtnerinnen. Letztere geben nur knapp 166 Euro aus. Befragte der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen greifen mit durchschnittlich 203 Euro pro Jahr für ihr Hobby besonders tief in die Tasche. Die meisten Schrebergärtner gibt es in Gelsenkirchen mit 10%. In Duisburg sind es 7,9%. Sonnig und heiter mit bis zu 10 Sonnenstunden. So schön zeigte sich heute das Wetter über Duisburg. Auch morgen zeigt sich keine einzige Wolke am Himmel. Die Werte erreichen bis zu 24 Grad. Am Samstag ziehen dann Wolken auf. Hin und wieder lässt sich die Sonne blicken. Die Temperaturen sinken deutlich und erreichen höchstens 13 Grad. Auch am Sonntag gibt es insgesamt mehr Wolken als Sonne. Die Regenwahrscheinlichkeit ist aber gering. Die Werte liegen zwischen 6 und 13 Grad.
Autofahrer aufgepasst, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Die Ordnungshüter blitzen auch morgen wieder. Und zwar unter anderem auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Marxloh und auf der Lüneburger Straße in Neumühl. Und Bauarbeiten behindern die freie Fahrt. Der Oberbürgermeister Lehrbrückenzug in Fahrtrichtung Ruhrort wird ab morgen 21 Uhr bis Samstag 8 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die Sperrung aufgrund von Straßenbauarbeiten erfolgt ab der Straße Pontwert. Eine Umleitungsempfehlung wird ausgeschildert. Fußgänger und Fahrradfahrer können passieren. Und in Untermeiderich ist noch bis zum 23. Mai der Verkehr in der Gerichtsstraße gestört. Wegen einer Kanalbaumaßnahme auf Höhe der Hausnummer 6 wird die Straße als Sackgasse ausgeschildert. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.